Einkaufen. Wer mag nicht gerne einkaufen? Eigentlich geht jeder gerne einkaufen. Männlein, Weiblein, jung, alt, groß, dick, dünn, völlig wurscht. Aber wenn man mal 500 Euro einfach so auf den Kopf hauen kann, wir sind jetzt beim Rewe in Neuperlachsir, direkt an der S-Bahn- und U-Bahn-Station, dann ist das was Feines. Ja? Man muss nur die Spielregeln beachten bei der Sendung. So schauen sie aus. Ich suche einen Kandidaten, der spontan die 500 Euro bei mindestens 30 Artikeln in 30 Minuten ausgibt. Wie immer auf den Cent genau. Dabei gilt kein Artikel doppelt und es gelten die ausgewiesenen Preise. Schafft es der Kandidat, darf er alles mit nach Hause nehmen. Schafft das nicht, hat er eine halbe Stunde Zeit verloren. Machst du gerade Pause oder Einkauf? Ich mache gerade Pause, ja. Du, ich schenke dir jetzt einfach mal hier 500 Euro Gutschein. Schau mal hier, vom Rewe her. Mhm. Und du kannst diese 500 Euro jetzt ausgeben. Brauchst eine halbe Stunde Zeit. Es wird schwer, weil ich wüsste nicht, was ich einkaufen soll. Was machst du beruflich oder bist du in Ausbildung? Ich bin hier an der Universität, der Bundeswehr. Ja. Okay, also kann ich dich jetzt nicht gewinnen, dass du diese 500 Euro versuchst auszugeben? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann wünsche ich dir viel Spaß weiter. Vielen Dank. Danke, gell? Servus. Der glaubt so lang. Servus. Servus. Jetzt haben wir ihn erwischt. Wen? Ja, dich. Gerade schlecht, weil ich bin im Dienst und ich muss schauen, dass ich wieder zurückkomme zur Wache. Feuerwehrmann. So schaut's aus. Eieiei. Da kann man nicht mal schnell eine halbe Stunde abzwicken. Also nicht offiziell abmelden natürlich. Nee. Nein, weil ich würde nämlich jetzt einen Gutschein über 500 Euro geben, dass du die ausgibst. Nee, ich muss sagen, da bin ich tatsächlich raus. Du bist raus. Bin ich tatsächlich raus. Traust du nicht zu oder? Vielleicht ein bisschen nicht ganz zutrauen und einfach Zeit das Ding. Also. Okay. Deswegen. Lieber Brände löschen und Katzen von den Bäumen holen, oder? So schaut's aus. So machen wir's. Danke dir. Servus. Ja. Ciao. Wow, jetzt kommt der mit der Kamera. Oh je, der lacht. Ich lache. Wieso? Ein freundlicher Mensch. Ja, bei mir ist peinlich, deswegen. Ach, ist peinlich? Na, mir nicht. Mir ist nicht peinlich. Ich bin der Bärli. Ich bin der Gens. Hi. Du nimmst jetzt eine halbe Stunde Zeit. Okay. Und versuchst 500 Euro auszugeben. Okay. In einer halben Stunde. Okay. Auf den Cent genau. Okay. Schaffst du das? Ja. Du musst alles mit nach Hause. Okay. Schaffst du es nicht, hast eine halbe Stunde Spaß. Ich versuch's mal. Machen wir das? Ja. Jens, das ist nicht. Schau, der ist freundlich, das habe ich gleich gemerkt. Okay, ja, dann starten wir an. Alles klar. Ja, also ich bin der Gens, ich bin 33 Jahre alt, bin selbstständig, Bauunternehmer. Der erste Eindruck eines Menschen, ja, da kann man sich oft täuschen, aber wenn jemand schon mit ein bisschen einem Lächeln auf einen zugeht, das ist schon die halbe Miete. Ich kaufe etwas Teures, ich denke eine Gutscheinkarte erstmal und irgendwas Alkoholisches. Und der Gens wirkt als ein sehr kommunikativer Mensch, sehr sympathisch. Mal schauen, ob das in der Sendung auch so bleibt. Gens? Das ist dein Joker-Cent, habe ich dir erklärt. Ja. Ich stecke den ein, den können wir zur Not an der Kasse verwenden. Passt. Dein Auto. Und jetzt geht's los, oder? Ja. Versuchen wir mal. Die Zeit läuft ab jetzt. Okay. 30 Minuten ja. Für dich zum Einkaufen und am besten auf den Cent genau. Die großen Teile erst, oder? Okay. Ah, der geht gleich über die Kasse, auch nicht schlecht. Was kauft er? Ah, der kennt sich aus. Merkst du, du bist nicht das erste Mal beim Einkaufen hier. Gutschein, ja. Kannst du einen nehmen, egal welchen Artikel? Muss nur schauen. Irgendeinen mit viel Dampf drauf, oder? 100 Euro ist gut. Gutschein ist im Kasten, 100 Euro. Yep. Ja. Aber du weißt ja, du brauchst 30 Artikel mindestens. Ja, genau. Genau. Schreib's gleich auf. Jan, immer gleich aufschreiben, weil sonst geht es unter uns sauber. Schön klein, nicht zu groß. Und dann rechne ich das alles zusammen. Genau, das kannst du. Ja, schreib. Wenigstens kurz davor Gutschein, ein bisschen was weiter. Ja. Wie ich dir gesagt habe, wenn du was raustun musst, dann weißt du nicht mehr, was war. Ich auch nicht mehr. Nimm das mit, ich schieb den Wagen. Passt. Dann hast du die Hand frei. So, Gens, machen wir einen neuen Rekord. Also, unter 20 Minuten wärst du der neueste Rekord. Ich versuch's mal. Na, schauen wir, ob das klappt. Ich gebe mir Mühe. Ja, mit nicht zu viel schauen. Einkaufen. Pass auf. Okay, da kommt gleich jemand. Aber da kannst du schon mal auswählen. Was hast du im Kopf? 92,99. Ein schöner Champagner, das ist gut. Dann nehmen wir die Kasse, schreiben wir mal auf. Den Rosé, gell? Ja. Genau. Löffelklicko Rosé, 92,99. Das kann ich sogar im Kopf noch mitrechnen. Ja. Ja, der Zuschauer sieht ja immer links unten im Bild. Okay, was machen wir jetzt? Aber das können wir noch mitrechnen. Passt. Das können wir gleich in die Kasse holen, das ist egal. Ja. Sonst noch irgendwas hier? Ich darf ja nur einmal Alkohol. Nein. Alkohol kannst du. Kannst Weißwein, okay. Rotwein, Rosé, okay. Gin, Wodka, Weiß Whisky, kannst du alles. Dann nehme ich noch einen Gin
39. Auf den Aufstand, ja genau. Okay. Welchen? 39. Den Cinmare 39,99. Ja. Jawohl. Was gab's noch hier für Whisky? Die teuren Sachen sind alle da im Schrank. Ein Chivas. Ein Chivas? Ja. Wo ist der? Wo ist der? Hier. Ach, da oben 29,99. Ist er. 29,99. Jawohl. Da kommt gleich immer, dann können wir das alles ins Auto stellen. Passt. Artikel bist schon mal bei 4, oder? Ja, das geht 1, doch schon 2, voran. 3, 4. Und die Zeit ist ja noch gut. Schau, du hast erst 3 Minuten 8 verbraucht. So, jetzt einen schönen Rotwein noch dazu. Hä? Was haben die gibt's so? Gibt es da irgendeine Lieblings... Nee, eigentlich Lieblingsland? Nicht. Einen albanischen vielleicht. Ja, haben die guten Rotwein? Ja, einen guten. Schon, oder? Ja. Oh. Ich glaube, der ist auch hier. Ein albanischer Rotwein. Du darfst, der Chef ist dabei, den kannst du auch fragen, wenn du was nicht findest. Gell? Der kann dir sagen, wo sind die teuren Sachen noch? Die teuren Sachen. Hier gibt es nur preiswerte Sachen. Nein, dann halt dich nicht auf, kauf einfach weiter ein. Ja. Vor allem das, was du dir gönnen möchtest, was du sonst nicht einkaufst, du sagst, komm, heute hau ich es mal rein in den Wagen. Rosé, Gin habe ich und Chivas. Chivas, Whisky hast du, Gin hast und du, Champagner Wodka hast du. Ich, Wodka oder? Kriegst du auch noch. Den darf ich auch nehmen, oder? Nee, das ist ein Gin. Gin und Gin ist das gleiche. Ja. Wodka. Wodka ist hier. Wodka. Ja, aber das ist also zu günstig. Zu günstig. Ja, der ist einfach zu billig hier. Ich sehe das schon. Nehmen wir den Wodka hier, 14,99. 14,99, ja, absolut. Jawohl, 14,99. Aber du musst auch noch auffüllen, gell? Da brauchst du noch Artikel. Ja. 10,99. Okay, so, was schwebt dir noch vor? Was kaufst 1, du sonst 3, nicht, wo du 4, sagst, 5. Jetzt hau ich mal das Geld raus? Gute Frage. Aha. Gute Frage. Lauter feine Sachen, die man sich nicht gönnt. Wenn man so unter Stress ist, dann. Ja, ich weiß schon. Ist ein bisschen komplizierter. Was hier drüben alles? Darf ich hier rein? Ja, du kannst überall. Alle Artikel, die es hier gibt, kannst du einkaufen. Also, was ist das jetzt? Speiseteller. Ein Mickey Mouse Zweier-Set. Ja. Ja, warum nicht, gell? Da kannst du alles nehmen. Da kannst du das nehmen, ja. Kannst Schüssel nehmen. Also willst du den? 39,99. Ja. Einmal. Okay. Dann das auch, oder was? Was ist das? Tassen. Mickey Mouse Tassen. Was? Mickey Mouse Tasten. 29. Nee, das ist eine andere. Das ist eine andere. Das sind Schüsseln, das sind die Tassen. Ja, ich nehme die Schüssel. Nimmst du Schüsseltassen nicht? Ich muss Tassen auch. 29,99 ist die Schüssel. 29,99. Ja. Wir nehmen hier die hier. Den Holzteller für 55,99 in Mickey Mouse Form. Auch gut. Was es alles gibt. Ist hier noch eine Dose. Versteck. Tischdecke. Ich muss mal kurz zusammenrechnen. Das ist gut, dann legst du doch da ab, das ist leichter. Zeit sagt übrigens 6 Minuten 20 sind um. Passt. Okay. Genau, dann würde ich jetzt mal einen Strich machen, dass du dann nicht wieder alles zusammenzählen musst. 403,93 sagt deine Kasse jetzt. Okay. Die Geschwindigkeit ist gut, kauft große Sachen ein, schaut nicht lang, zack, zack, zack rein. Wäre ein gutes Konzept, wenn er so weitermacht. Okay, die Getränke haben wir mittlerweile im Wagen. Die E-Zigaretten, was kosten die? E-Zigaretten. Ich glaube, das ist ein Zehner. Weiß ich nicht, was kosten E-Zigaretten? 9,99. Eine, oder? Ja. Ja, klar, geht nur ein Artikel, es gibt sie im Pack. Bar heißt das. Brauchen wir das, oder? E. Okay, da brauchen wir eine bitte. Genau, du kannst schon. Dieses Bar. Die bringt er hinterher. Wir machen gleich weiter, keine Zeit verlieren. Genau. Kauf eine jetzt, komm. Schmeiß Artikel rein. Kaffee. 9,99 €. Kaffee. Ein bisschen aufbauen, dass wir hier mehr reinkriegen. Kaffee 9,99 €. Was suchst du? Ich weiß nicht. Einfach irgendwas, oder? Einfach irgendwas. Kauf einfach ein jetzt. Du brauchst Artikel. Jetzt richtige Artikel rein.
Nudeln, 2,09 €. 2,09 €. Lasagne, 2,79 €. Kommt. So, was gibt's hier? Da gibt's unendlich. Schon mal Soßen. 79, Zusammenrechnen wir das später. Geh noch zu. Reis. Machen wir einfach hier. Reis, 1,49 €. 1,49 €. Jens. Reis. Ich hätte einfach Reis. Hast du nur einen? Doch noch mal was. Nein, nee, jetzt nichts mehr. Du brauchst jetzt Artikel. Kauf ein! Ist doch völlig egal jetzt. Was ist das? Das ist. Gaspacho, das ist eine kalte Gemüsesuppe, eine spanische. Kostet 4,49 €. Essiggurken. Gewürze. Oh, Essig. Aber du willst jetzt nicht so hoch. Du hast jetzt Zeit, hat jetzt 10, 18 sind um. Du hast jetzt noch zwei Drittel der Zeit. Alles. Irgendwas Teures hier, Olivenöl. Olivenöl. Oder 2,99 €. 2,99 €, das ist ein Sonnenblumenöl. Ja. Das heißt, du kannst jetzt auch noch ein Olivenöl nehmen. Das war, was habe ich genommen? Sonnenblumen. 2,99 €. Weil es sind verschiedene Öle, da noch andere Artikel. Da sind teurere, wenn du möchtest. Öl. Das sind jetzt Olivenöle. Ja, aber ich, nein, das schaffe ich sonst nicht mit dem. Mit der Menge? Mit der Menge, okay, von den Artikeln. Okay. Das ist der Apfelsaft für 1,79 €. Vielleicht noch einen Orangensaft dazu? Ja. Ja, welchen? Wurscht, oder? 7,9, egal. Orange. Orange, 1,99 €, Orangensaft. Oh. Okay. Ganz kurz, wir haben hier eine Preisänderung. Das kostet 10,95 €. 10? Achso, das war dieses das Liquid. Genau. 10,95 €. Moment, da müssen wir zuerst mal was raustun. Hier. Also die 9,99 € raus. Und dann 10,95 € waren das jetzt. Genau. 10,95 € rein. Nur, wie heißt das nochmal? Ja, das ist Liquid. Schreib mal Liquid hin. Schärfer wie vorhin. Das ist also E-Zigarettenzeug. Ja. Okay. 10,95 €. 10,95 €, genau. 95, 10. Ja, 95. Das ist für euch immer schwierig, gell? Ihr sagt das anders. Ja, mal so, mal so. Die meisten Sprachen machen das ja. Die Deutschen machen das so kompliziert, ja. So, das mache ich hier weg. Okay. Ich würde das gerne mal zusammenrechnen. Ja, mach. Artikel sind wir schon bei, glaube ich, 16. Passt. 13 Minuten sind um. +39,57 €. Mach vielleicht einen Strich, dass du weißt, wo das war. Genau. Du hast schon ein bisschen Überblick. Ja, dann musst du jetzt lauter so Kleinzeug kaufen. Hast vorne großzügig eingekauft. Okay. Jetzt sind wir bei 443,50 €. Das ist schon mal eine gute Zahl, gell? Aber du musst noch auffüllen. 40,50 €. So, jetzt einkaufen. Du hast noch gute 56,50 €, genau. So, wie viele Artikel habe ich nur noch? 56,50 €. 17 hast du. Du brauchst noch 13. Ja. So im Durchschnitt, ja, 2-3 €, mehr nicht pro Artikel. Also, da haben wir Kekse für 2 €. Nee, 3,19 €. 3,19 €. Jawohl. Ah, jetzt pass auf, jetzt müssen wir aber aufpassen mit Pfand. Pfand, lass es weg und mach sie einfacher. Das ist doch für egal. Nimm so kleine Artikel, da gibt es doch ohne Ende hier. Ganze Regale voll. Das haben wir einen Riegel mit 0,79 €. Müsli-Riegel. Gens, kauf ein, ist völlig egal. Ja. Hauptsache, dass du die großen Sachen kriegst. Was ist denn das für ein Zeug? Doch. Da ist Pfand drauf. Lass ihn weg. 79 raus. So, jetzt, da gibt es kein Pfand. Jetzt haben wir's. Da muss ich jetzt schon schauen, weil da gibt es unterschiedliche Sachen. Also, das sind Fruchtgummi für 99 €. So, 99.
Fruchtgummi. Also so Stangen gehen. Stangen sind 1,69. Gummi hast du jetzt durch. Die würden noch gehen, so Marshmallows. 1,79. Schokolade geht. Sowas geht noch. 1,89 Bonbons. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Füll auf! Es muss ein bisschen teurer werden. Teurer? Ach, hinten wünscht du noch was. Ich würde jetzt erstmal die Artikel voll machen. Komm. Die Uhr sagt jetzt 16:30, genau. Okay. Sind um. Nicht lang suchen. Nicht lang suchen. Nehmen Sie einfach. Müsli, 3,49 Euro. 2,69 Euro. Schwarze Kirsche. Ob mir schmeckt die? Ich glaube es ist. 2,69 völlig wurscht, schmeckt es ja. Nehmen wir das. Was ist das jetzt? Das sind Zwieback. Ah, Zwieback. Für 1,89 Euro. Was ist das? Nice. Reisknacker, ja, okay, passt. Kosten. Welche sind das? 1,39, oder? Das ist das hier. Ja. Ja. Kuchen. Ah ja, noch besser. Kuchen für 3,99. Pudding. Pudding für 0,99. 0,99. Okay. Und jetzt noch was, dann können wir noch mal wieder zwischen. Dann müsstest du gleich die Artikel bald haben. Ich sehe es selber nicht, der Zuschauer ist schlauer als wir zwei. Hier, Lebkuchen. So, Dominosteine, kannst du auch nehmen. 1,99 Dominosteine. 99. So, jetzt machen wir mal zusammen rechnen. Und ich check mal, was die Artikel sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. Also bei mir müssen es jetzt 30 Artikel sein. Zeit sind jetzt 20:13. Du hast noch ein Drittel deiner Zeit. Ist alles gut. 26:77 ergibt das nächste, oder? 4,3,50. Plus 26,77. 470 Euro. 470,27. Ich mach das hier irgendwo. So, jetzt kriegst du ein extra Blatt. 30 Euro. 29 Euro und 73. Ja, genau. Das, jetzt kannst du hier weitermachen. Schreib doch vielleicht oben hin, was du hast. 470,27. Okay. Okay, wir brauchen jetzt, also immer dazu zählen, aber trotzdem im Kopf abziehen. Passt. Nur einfach hier. Also Schokolade, das war die hier, Moment, muss ich genau schauen. 2,29 Euro. Ja. 2,29 Euro. Zählst du jetzt immer gleich dazu, oder? Wie machst du das jetzt? Ja. Achso, nee, also ich ungefähr haben wir, ja klar. Können wir ja machen, keine Zeit verlieren, weil kannst du nur an der Kasse noch korrigieren. Okay, aber jetzt einkaufen. Kleine Sachen. Schnell. Das ist Thunfischsalat für 1,99. Thunfisch 1,99. Ja. Genau, so ein Nudeltopf für 3,29 Euro. 3,29. Aber wie brauchst du ungefähr? Ich habe jetzt gerade ungefähr 8 Euro. 8 Euro noch? Ja. Hast du? Oder hab ich gerade. Du? Nein, hast du zusammen? Ja, ich brauche noch ungefähr 23 Euro. Also da haben wir Fischgewürz für 3,99 Euro. 3,99. 3,99. Dressing. Aber du willst größeren Betrag noch. Essig hast noch keinen. Kannst du noch nehmen? Nehmen wir den hier, oder? Der ist 5,49 Euro. Essig, jawohl. Die Zeit sagt übrigens 23:13 sind um. 5,49. Jetzt rechnen wir mal zusammen. Komm, machen wir mal hier. Überschlag. 2,29 plus 1,99 plus
Dann bist du jetzt bei 487,34. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch 13 Euro. So. 12,66. Ich hole mir was? 12,66 €. Was nimmst du jetzt? Ich versuche einfach irgendwie 8,20 €. 8,20 €, okay. Oder die, was ist das hier? 10 Euro. 10 Euro glatt. Gehen wir die wieder zurück? Gebe ich gleich mal. Also Scheinchen, die gehen zurück. Plus 10. Okay, sorry. Das sind 4, 9, 7. Zeitzack 25,08. Du hast noch knappe 5 Minuten. Ich brauche noch 2 Euro und etwas. Ja, aber wie viel brauchst du? Schau mal genau. Das müssen wir einkaufen. Das ist auf dem 10 genau. 34 sind 66. Das sind 2,66 €, oder? Minus 4, 9, 7,34. 2,66. 2,66. Irgendwas 2,66. Oder 2,65. Du hast noch Glück. Ja. Komm, das finden wir doch jetzt. 2,66. 2,59. Können ja zwei Artikel sein. Ja. Häng dich jetzt nicht an einem Preis auf. Ja, Gens, jetzt nicht verfranzen mit den ganzen Preisen. Nimm vielleicht noch zwei Teile statt einen. Am Ende, ich weiß, immer schwieriger und leicht gesagt als Moderator. Und der Kandidat ist ja trotzdem noch unter Druck und nervös. Aber jetzt keinen Fehler mehr machen. 2,65. 2,65, was ist das? 2,49. Oh, jetzt wird's spannend. 2,49. Du bist bei 497,34 plus 249. Dann brauchst du jetzt noch 17 Cent. 17 Cent. Boah, 17 Cent ist schwierig. Da würde ich was anderes raustun und was reintun. Ich schau mal kurz hier hinten. Ja. Vorsicht. Da wird es nichts für 17 Cent geben. Da musst du was raustun und reintun. Ja. Jetzt noch mit Kopf. Jetzt 26,50, du hast noch 3 Minuten. Ich mach das da weg, was ich vorhin genommen habe. Ja, was war das? Das war. Das haben wir gar nicht aufgeschrieben. Das da, oder? Das war das. Was war das? Goldgelbe Leine, den haben wir eh nicht auf der Liste. Keine Ahnung. Ja, genau. Hast du den auf deinem Zettel? Was war das für ein Betrag? 2,49. Okay, den tun wir wieder zurück. Dann bist du immer noch bei 2,65 oder 66, die du brauchst. Ja. Komm, die finden wir jetzt. Die finden wir jetzt. Wo sind sie? 49, 95, 79. Es ist lauter Neuner hier. Ich geh mal kurz zur Kasse, vielleicht gibt's da so Kleinbeträge. 2,15, ja. Das ist schon mal gut. 2,15. Dann brauchst du noch 40 Cent. 15 oder 85. Du brauchst 1,80 und 85. 1,20. 28,10. Du hast noch knappe 2 Minuten. Ja, das geht nicht auf. 65, du brauchst jetzt einen geraden Betrag. So, das war jetzt 99 Cent. Ja. Dann brauche ich noch 2,65, dann brauchst du 1,67. 1,66 oder 1,67? 1,67. 1,66, 1,67. Das ist jetzt schwierig. 1,66, 1,66. 1,39, 1,70. Das sind jetzt die neuner Endungen. Da kriegst du ja nichts mehr raus. Zeitung wäre glatt. Zeitung kannst du auch nehmen. Ist noch glatt. 28,55. Musst du da wieder was rausnehmen. Ich weiß bloß nicht, was die kosten jetzt. Die sind aber. Warte mal, was kosten die Zeitung? 1,20. 1,30, 1,20. 1,65. 65 geht. Und 65, dann brauche ich noch. Da musst du aber das wieder rausnehmen. Ja, dann brauche ich noch 2 Euro. Was war das jetzt mit 2,49? Das, was 2,49 war, das war dieser Riegel. Der Riegel, der Milchgewälder, oder? Den weg. Den weg, okay. Dann brauche ich noch 2 Euro. Den geben wir dem Chef wieder. Hier, Chef, das ist nichts. 2 Euro brauchst du. 2 Euro. Oder 1,99. 1,99. Oder was war das hier? Was hat der gekostet? War der gerade? 65. War der 65? 65. Schnell, noch 15 Sekunden, komm, schnell. 65, da passt, dann brauchst du 1,99. Irgendwas mit 1,99, komm. Letzter Artikel. 1,99. Ja. Und? Fertig. Ja. 1,99. Also, das ist cool. 29, 55, 91.
Das heißt, du hättest noch 4 Sekunden. Die können wir, glaube ich, ignorieren. Du musst dich anschalten und ausschalten, sind 4 Sekunden. Wir schauen, ob der Countdown passt, oder? Passt super. Gehen wir gleich an die Kasse. Die letzten 30 Minuten waren sehr aufregend. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Zeit nicht reicht am Ende. Aber es hat, glaube ich, doch geklappt. So, jetzt wird eingeräumt. Du kannst mitschauen. Ja. Vorsichtig, die weichen Sachen hier. Nichts kaputt machen. Gutschein, dann nochmal daher. Es gibt auf jeden Fall eine schöne Party, oder? Ja. Allein der Alkohol, ja. Ja, ich habe sowieso am Freitag eine Party. Am Freitag ist eine Party, sehr gut. Oh, jetzt ist aber schneller hier. Oh, ja, das ist ja Akkordarbeit. Den haben wir schon. Moment. Ja, noch nicht. Den lassen. Stopp. Wir sind bei 495,97. Okay, den lassen wir durch. Jetzt. 499,96. Nee. Dann nützt der Glückscent auch nichts mehr, oder? Nee. Das wären es, wenn ich ihn da hinklebe, 97. Ja, 4 Cent. Okay. 3 Cent oder 4 Cent? Kann passieren. Ja, aber du weißt ja, so das im Leben, man verliert nie, oder? Ist so, aber es hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, das war wichtig. Ja. Okay. Einen Trostpreis machen wir für den jungen Mann, oder? Also auf jeden Fall danke, dass Sie mitgemacht haben. Sie bekommen von mir natürlich auch ein Einkaufsgeschenk. Im Wert von 50 Euro. Also das ist ja noch besser. Bei mir für 50 Euro noch einkaufen. Super. Dann muss der arme Kerl ja wieder einkaufen gehen. Oh, genau. Das ist mit leeren Händen. Okay, war wenigstens etwas. Genau. Nee, super, hat wirklich Spaß gemacht. Dafür darfst du jetzt alles aufräumen hier. Ja, das ist Spaß. So läuft es. Vielen Dank. Hat jetzt gegönnt. Das war's jetzt mit auf den Cent genau. In 14 Tagen gibt es wieder eine neue Ausgabe von Die Zeit läuft. Servus.